Spiel 6. Hallo Joko und Klaas. Also ihr zwei habt ja längst bewiesen, dass ihr an guten Tagen selbst den ehrgeizigsten ProSieben-Promi achtkantig aus eurem Studio werfen könnt. Aber euer Haus- und Hofsender ProSieben sah sich mal gezwungen, für das folgende Spiel andere Mittel zu nutzen. Im gegenwärtigen digitalen Zeitalter entstehen für uns alle neue und komplexere Probleme. Inwiefern sind Handlungen einer künstlichen Intelligenz moralisch und juristisch bewertbar? Wie rum kommt der USB-Stick in den PC und wie funktioniert eigentlich Minesweeper? Tja, spannende Fragen. Doch eine steht über allen anderen. Werden die Maschinen die Menschheit vernichten? Wir würden euch bitten, das mal herauszufinden. Ganz im Sinne der Wissenschaft, versteht sich. Viel Spaß. Joko und Klaas gegen die Maschinen. Vielen Dank, Stefan Gödde. Also es kommt jetzt zum epischen Kampf. Joko und Klaas gegen die Maschinen. Eure Aufgabe lautet jetzt, diese Aufgaben in einer bestimmten Zeit zu bewerkstelligen. Aber die Zeit geben die Maschinen vor. Wird gleich viel klarer. 5 Duelle sind aufgebaut. 3 davon müsst ihr für euch entscheiden, um, sag ich mal, die letzte Gelegenheit auf einen Vorteil fürs Finale zu erkämpfen. Ich zeige euch gleich mal, womit wir starten. Hier hinter ist eine Ballmaschine versteckt und die schießt Bälle von dort da hinten rein in diesen Kasten. Auf den Bällen, den ersten 12, ist jeweils ein Buchstabe drauf, in der richtigen Reihenfolge. Und ihr müsst erkennen, welcher Buchstabe sich auf dem Ball befindet. Weil in der richtigen Reihenfolge ergeben sie ein Wort. Da dürfen wir nicht fangen, sondern gucken. Ihr dürft sie nicht berühren, nicht fangen, nur gucken. Okay. Ja? Ihr dürft euch überall hier auf der LED positionieren. Denkt dran, sie schießt von da, da rein. Hier vorne in diesem markierten Bereich dürft ihr nicht sein. Bitte, da vorne dürfen wir nicht sein. Hier dürft ihr nicht sein. Ja, da habt ihr wohl nicht mit meinem langen Hals gerechnet. Ey, Giraffe. Pass auf. Fahr den mal aus. Gugu Gadgetto Hals. Kennt keiner mehr. Gut. Ich kenne das. Ja klar, wir sind auch 100 Jahre alt. 12 Bälle, 12 Buchstaben, ein Wort. Welches suchen wir? Und der erste Ball kommt jetzt. Was? Ball Nummer 2. Okay. Sie. Hast du? Ah. Nummer 3. Vielleicht ein P. Ich bin halt rot-grün, kann ich nicht so gut erkennen. So. Nummer 4. J. Nein. Hä? Nummer 5. L. Nummer 6. A. Nummer 7. T. Nummer 8. Oh, S. Nummer 9. S. Das ist ja ärgerlich. Ah, warte, ich hol ihn, Ey, sag mal, eure Maschine funktioniert nicht. Wie soll man das erkennen? Oh, immer wenn ihr was falsch macht, ist es egal. Das nervt mich. Nummer 10. Schieß ruhig. Er darf ihn nicht berühren. Wenn er ihn berührt, ist die Aufgabe nicht bestanden. Ja. Ein Haar. Ein Haar. Und der vorletzte? Und E. Ball Nummer 12. Das war ein E. Gut. N. Welches Wort suchen wir? Warte mal. Die, die ich erkannt habe, hieß Latschen. Das zweite war ein A. Aber, da war noch ein A. Das muss irgendwas noch mit, also irgendwas mit Latschen. Nee, Latschen, nein, Latschen und davor der Teil. Das ist der Latschen, habe ich komplett. Ja, aber wir hatten zwei A's. A-Latschen. A-Latschen. Badelatschen. Sagt ihr das? Lauf mal das an? Was für Latschen sonst? Weiß ich ja nicht. Es gibt nur Badelatschen. Stimmt! Wow! Sehr gut, Klaas. 3 von 5 Runden müsst ihr gewinnen. Wir kommen zur Runde Nummer 2. Und die ist hier hinten aufgebaut. Und dafür gebe ich euch schon mal einen Stift. Kommt hierher. Das ist, sag ich mal, der erste Quiz-Disco-Raum, den es weltweit überhaupt gibt. Folgendes passiert jetzt. Ihr geht da gleich rein.
Eure Aufgabe ist es, da drinnen sozusagen gegen eine wild gewordene Nebelmaschine ein bisschen anzukämpfen. Wir haben auf die Innenseite der Scheiben 7 Schulfragen, Niveau 7. Klasse geschrieben. Und ihr müsst innerhalb 7. Klasse, seid ihr das Wahnsinn? Ja. Und ihr müsst versuchen, innerhalb von 2 Minuten, weil danach müsst ihr auf jeden Fall da raus, weil sonst seid ihr noch bekloppter, als ihr schon seid, durch den Dampf, durch den Nebel, mindestens 6 Fragen richtig beantwortet haben. Wird man high, wenn man den Nebel einatmet? Dürfen wir auch länger als 2 Minuten? Besteht. Dürfen wir dann länger als 2 Minuten da drin bleiben? Also ich würde mich freuen, wenn ihr rauskommt. Okay. Ja? Ich wenn wir nach einer halben Stunde nicht wieder draußen sind, guck mal nach. Komm ich einfach mit rein. Ja, komm. Häng mir da ein bisschen ab. Dann zieh dich aus und komm mit rein. Okay. Gut. Also. Also da steht was also, an den Wänden. Da unter steht die was Fragen. An den Wänden. Genau, also auf der Innenseite der Scheibe steht die Frage und ihr müsst mit den Stiften die Antworten unten drunter schreiben. Okay? Okay? Gut, seid ihr bereit? Ja. Wie lange ausziehen, haben wir Zeit? Reingehen. Wie lange haben wir Zeit? Hab ich doch gesagt. 2 Minuten. Ja, okay, hab ich nicht gehört. Macht nix. Zeit läuft ab jetzt. Denkt da drin, Scheiben, ihr könnt da nicht rausgehen. Oh, was ist denn hier los? Da sieht man ja gar nichts. Was ist die... Was ist die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt? Magdeburg? Chemnitz. Magdeburg? Magdeburg natürlich. Quatsch. Was ist denn hier noch mehr? So. Warte mal, die Bundeskanzler habe ich jetzt aufgeschrieben hier. Was ist denn von wem? Boah, ich sehe nichts. Achso, das ist ja der Witz. Wir haben noch 90 Sekunden. Was? Mit was? Wem? Das kann ich nicht. Mit wem? Warte, wo bist du denn hier? Mit wem schlägt. Was? Mit wem? Was steht hier? Mit wem? Oh, ich kann es nicht lesen. Mit wem? Mit wem heißt der Prozess, den Pflanzensauerstoff mittels Photosynthese? Noch eine Minute. Was? Mit wem schließt oder schlief Goethe? Hey! Was? Mit wem schließt Goethes, wenn du die Haupt... 6 von 7 Fragen. Mit Faust einen Teufel... Mit wem schließt... Mephisto, mit Teufel. Von wem... Warte, Harry Potter. ...stammt der... Noch 30 Sekunden. Sauerstoff. 6 von 7 Fragen. Kant. Kategorischer Imperativ steht da, nehme ich mal an. So. Photosynthese. 20. Was haben wir, wie lange haben wir denn? Hier unten ist was. Englisch, München ist eine schöne Stadt. Noch 10. Hier ist noch was. Munich ist... 5. Nice. Oh. Und Schluss. Alter. Boah, komm bitte raus. Komm raus, Jungs. Oh. Bitte hier, komm. Ah, fuck, da unten ist eine. 9x12. Also, hier unten ist eine Rechenaufgabe, die habt ihr nicht beantwortet. Das heißt, die nächsten 6 Fragen, die ihr beantwortet habt, müssen richtig sein. Hier steht, und das gucken wir uns nochmal an, schreibt 3 ehemalige BundeskanzlerInnen auf. Und ihr habt aufgeschrieben, Merkel, Brandt und... Schmidt, das ist richtig. Dann steht hier, mit wem schließt Goethes Faust einen teuflischen Pakt? Und die Antwort ist Mephisto. Richtig. Ja, genau. Wie heißt der Prozess, in dem Pflanzen Sauerstoff produzieren? Photosynthese. Und danke, Joko, dass du nochmal korrigiert und auch nochmal Photosynthese geschrieben. 2 Punkte. Nee, leider nicht. Nur 1. Tut mir leid. Dann steht hier, von wem stammt der kategorische Imperativ Kant? Immanuel Kant, richtig. Sachsen-Anhalt, Magdeburg, richtig. Genau, was ist die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt? Magdeburg. Und ganz unten, übersetzt den folgenden Satz ins Englische, München ist eine schöne Stadt. Und hier steht, Munich is a nice city. Und das heißt, ihr habt 6 von 7 Fragen richtig beantwortet. Und
diese Runde bestanden. Sehr gut. Zwei. Eine fehlt noch im Kampf gegen die Maschine. Und da kommen wir jetzt zu dieser Runde. Und zwar steht hier ein großartiger Pokal. Und zwar die kultigsten Ulk-Moderatoren 2007. Und den gilt es zu schützen. Denn eine weitere Maschine ist im Anmarsch. Ein Radlader, der alles zermalmt, was sich ihm in den Weg stellt. Und ihr habt jetzt diese übergroßen Klemmbausteine, die stehen euch zur Verfügung, um einen Schutzwall aufzubauen. Können wir den Was? Den könnt ihr nicht sehen. Der ist so groß. Ist der unsichtbar? Nein. Der kommt von da hinten, der fährt jetzt gleich los. Und ich höre ihn schon, hör mal. Okay. Er wird angemacht und das bedeutet, eure Zeit läuft. Nutzt die Klemmbausteine, baut etwas, was verhindert. Wir müssen da drumherum, das Ding rum. Wir müssen das um das Ding drum bauen. Ja, oder das? Ich hätte einfach hier vorne eine Wand gebaut. Nee, das ist hier so. So dass das eure geht. Auszeichnung darf nicht kaputt gehen. Ah, guck wenn mal, sie Klausi. Umfällt. Klausi? Ja, nee, nee, hier. Mal. Das ist das ist der Terminator. Aber wir brauchen irgendwas, was das auffällt. Ja, wir bauen das dazwischen einfach. Weißt du, wir machen so. Gleich ist er da, der Radlader. Gleich. Warte, Klaas. Du bleibst da sitzen. Wenn der Preis von der Stele fällt, habt ihr verloren. Joko, pass auf. Nicht zu weit schmeißen, dann schmeißt du den Preis selber unter. Stellt euch dem Radlader auf keinen Fall in den Weg. Er kennt keinen Erbarmen. Schmeiß rüber. Pass auf, nicht den Preis. Nicht die Kleinen. Pass auf. Nee, da sind keine Großen mehr. Ja, aber was soll ich denn mit den Kleinen? Und jetzt aus dem Weg. Klaas, rette dich. Du dich auch. Joko. So, jetzt. Stopp! Nicht mehr weiter. Ich hab's geschafft. Was eigentlich? Der Preis ist noch da. Was eigentlich? Quatsch. Und an dieser Stelle, sehr gut gefahren, möchte ich mich ganz herzlich bei Oskar bedanken mit einem riesengroßen Applaus. Danke, Oskar. Der dieses Hörgerät gefahren ist. Vielen Dank, Oskar. Ganz toll gemacht. Gut. Tschüss, Oskar. Danke dir. Ciao, Oskar. Guck mal da. Und die beiden haben gewonnen. 3 von 5 Aufgaben. Das ist euer Vorteil, Klaas. Ja. Und ihr geht ins Finale mit 4 Vorteile. Vielen Dank. Und Axel Stein und den Bachelor haben wir auch besiegt. Richtig. Ja. Paul und Axel haben wir besiegt. Zum allerersten Mal. Das ist heute ein besonderer Tag. Vielleicht wir sollten so einen Countdown oben in die Ecke machen, bis zum Zeitpunkt, wo das passiert. This is my friend.